Jo, moin Leute, herzlich willkommen und hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. So wie immer. Leute, ich bin noch ein bisschen ja, perplex, weil es ist etwas geschehen, was ich nicht für möglich gehalten habe. Ihr seht ja, ich bin hier im Rette die Welt-Modus von Fortnite. Und es ist etwas geschehen. Ja, davon haben viele, glaube ich, geträumt, inklusive mir. Und es ist etwas geschehen, das also ein wahr gewordener Traum ist. Ich bin perplex. Ich will euch zeigen, was ich meine, und zwar folgendes. Im dieswöchentlichen Shop von Fortnite Rettet die Welt ist folgendes verfügbar. Ich habe es schon gekauft, deswegen muss ich runterscrollen. Der Totengräber. Der Totengräber ist zum Kaufen verfügbar. Ich habe den Totengräber. Ich habe die Skizze des Totengräbers. Ist das nicht unglaublich? Ich raste aus. Ich raste aus vor Freude. Leute, wenn ein Gegenstand einen, sagen wir mal, mythischen Ruf hat, dann ist es der Totengräber. Und ich habe ihn jetzt. Ich habe endlich die Skizze. Ich habe bisher einen verdammten Totengräber, das ist das hier, das Teil hier, was mir jemand geschenkt hat in einem Spiel. Ihr seht die Kondition, die war da schon am Arsch. Ich habe dieses Ding nicht benutzt seitdem, weil ich es in Ehren gehalten habe, weil ich einfach so ein Ding einfach irgendwie mal haben wollte. Unglaublich. Unglaublich. Der Totengräber ist jetzt in meiner Sammlung. Ich kann ihn bauen, so oft ich will. Ich bin total fertig. Aber gehofft habe ich's, weil Halloween, ja, steht vor der Tür. Und ihr wisst, auch der Schädeltrupper ist wieder gekommen. Nach einem Jahr. Und da ist er. Da ist es. Da ist es. Das überhaupt. Ich meine, ob das die beste Waffe des Spiels ist oder nicht, scheißegal. Hauptsache, man hat's. Ja? Und wenn ihr euch mal anguckt im Internet, die Dinger auf Level 120 werden für 5 Euro pro Stück verkauft, für ein 5 Euro oder 5 Dollar pro Stück für einen digitalen Artikel. Leute, das ist. Also, wenn ihr dieses Spiel spielt in diesem Modus, dann müsst ihr euch das jetzt holen. Und es ist jetzt ja das Event gewesen. Oder wir haben jetzt gerade das Event, sage ich mal so. Auf den letzten Drücker. Leute, ihr kriegt so viel EP und Gold und hast du nicht gesehen? Leute, ich kann es euch nur empfehlen. Also, wenn, dann jetzt spielen. Dieses Spiel, diesen Modus. Es ist der absolute Wahnsinn, wie viel ihr bekommt. Hier, die Eventgegenstände. Guckt euch das mal an hier. Habe ich alles schon gekauft? Mit Gold. Hier, Kontoressource, Vorteil Plus. Kontoressource, legendär, Vorteil Plus. Und so weiter und so fort. Ich kann euch mal zeigen, was ich damit gemacht habe. Ich bin ja noch nicht so weit im Spiel, aber trotzdem, guckt euch mal an, was ich damit gemacht habe. Der Belagerungsbrecher, der ist fast voll gemoddet. Hier, die Hydra, schon mal ziemlich weit gemoddet. Und jetzt hier, das Phantom. Da fehlen noch nur noch beim Kopfschussschaden. Dann ist das voll gemoddet. Das ist. Damn! Ey, guckt euch das an, guckt euch die Werte an. Und das bei Level 82, also Level 30, ne? Schadenswertung 82 oder wie auch immer man das nennt. Guckt euch das an, das ist Malachit. Wisst ihr, was da noch für einen Wert nach oben offen ist? Jetzt guckt euch das mal an hier. Guckt euch diese Werte an. Oh mein Gott. Es ist der Wahnsinn. Das alles durch dieses Event. Alles schon mal so ein bisschen aufgelevelt. Hier all meine guten Sachen. So ein bisschen schon gelevelt, ja? So, und jetzt geht's hier weiter. Wo sind wir denn hier jetzt überhaupt im wöchentlichen Shop? Was gibt's denn? Hier, legendäre Kraftwelle. Damit kann ich einen epischen Gegenstand zu einem legendären aufmotzen. Ja? Davon habe ich. Lass mich nicht lügen.
Jetzt 90. Ich brauche 100. Noch 10. Also noch 2 davon. Das kann ich mir gerade noch leisten. Ja. Was haben wir hier noch in der wöchentlichen? Also das ist ja der Event-Shop hier, den habe ich schon fast leer gekauft im wöchentlichen. Was haben wir hier noch? Schockwelle, Weltraum, ja, haben wir alles schon. Brauchen wir nicht. Lagerfeuer braucht kein Mensch. Hier, den Rattenkönig haben wir auch direkt gekauft. Ich kenne dieses Ding nicht, also tut mir leid, ich weiß nicht, vielleicht habe ich was verpasst. Ich weiß nicht, ist es neu oder ist es ein legendäres Teil, was jeder haben wollte? Ich keine Ahnung, ich habe es verpasst. Ich habe es jetzt auf jeden Fall. Und ich habe ja noch genug, um mir auch das hier noch zu holen, den Todesflügel. Das ist natürlich hier mit diesen, mit dieser Währung, die man durch den oder durch den erfolgreichen Abschluss von wöchentlichen bzw. täglichen Missionen erreicht. Und das ist mir auch relativ neu. Also habe ich zumindest noch nicht. Ich habe auch mehr als genug, um das zu kaufen, und hole ich mir natürlich, klar. Absoluter Burner, aber ich bin immer noch so happy. Ich weiß nicht, also ich kann gar nicht genug sagen, wie happy ich bin, dass ich den Totengräber, dass ich die Totengräber-Skizze habe. Das ist unglaublich. Ich raste aus. Das ist der Wahnsinn. Oh mein Gott, ich habe den Totengräber. Endlich Schluss mit dem Scheiß hier. Weißt du, ich spiele das Spiel jetzt auch seit Anfang an, aber ich habe mir Rette die Welt, keine Ahnung, weil ich mir das gekauft habe. Ich habe Fortnite angefangen, wann habe ich mir Rette die Welt geholt? 2, 3 Monate, nachdem ich das zum ersten Mal gespielt habe, ich weiß es nicht mehr genau. Und das ist so ein Mythos, das ist so ein verfickter Mythos. Dieser scheiß Totengräber, alle immer so, Totengräber, 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 ich habe Totengräber, ich habe Totengräber. Ja, ich habe Gravedigger, Gravedigger auf Englisch, ja. Fuck you, jetzt habe ich es auch und ich werde den aufleveln, erstmal auf Malachit natürlich, klar. Ey, und dann könnt ihr mich am Arsch lecken, die Leute, ey. Und wer das jetzt nicht mitkriegt, der hat dann entweder in einem Jahr wieder die Chance, wenn überhaupt. Wir wissen es aber nicht. Ja. Vielleicht auch nie wieder. Egal, ich hab's. Mir egal. Ich freue mich, Leute, ich freue mich so sehr. Legendäre Kraftquelle auch eingekauft, genau. So, Gold habe ich jetzt schon alles verballert hier, sehr gut. Vorteil fix muss ich mir noch ein bisschen holen. Die Woche war, ist ja auch kein Problem. Ich meine, wir haben ja noch das Event laufen und ich meine, wenn ihr euch das mal anguckt. Ja. Du kriegst so viel. Guck mal hier. Du kriegst 185 Gold per se, um das zu erledigen. Aber, achso, ich bin jetzt hier gerade übrigens in Brutal, aber pass mal auf. Steinwald. Anfängerlevel, ja. Jetzt guck dich mal hier um. 140 Gold. Plus noch das Gold für Missionsbelohnung. Level 15. Geht noch weniger. Pass auf, hier, Level 9. Nee, warte mal, hier, Level 9. 130 Gold und Gold und reiner Regentropfen und Helden-EP. Für nix, Alter. Für nix. Ich meine, klar, wenn du neu im Spiel bist, dann ist es natürlich auch für dich eine Herausforderung. Aber so, Level 9. 130 Gold. Geschenkt. Plus das Gold, was du kriegst. Und den anderen Scheiß. Geschenkt. 120 Gold in der 5er-Mission. Einfach so. Das ist alles geschenkt hier. Das ist alles geschenkt. Guckt euch das mal an hier. Jeder, der das ein bisschen länger schon spielt hier, das ist alles geschenkt für euch. Ja. Und das gleiche gilt auch hier für Plankerton. Ja. Da kriegst du noch mehr. Ja, kriegst du noch mehr Belohnung. Guck dir das hier an hier. Ja. Guck dir das an. 30 V-Bucks, Helden-EP, 165 Gold für eine 34er-Mission. Ja, Alto. Die reißt du doch so runter. Ist doch no problemo. Ja. Deswegen, der Wahnsinn, Alter, was hier im Moment abgeht. Ich bin so glücklich über diese Skizze. Ich bin so glücklich über diese Skizze. Wahnsinn. Ich freue mich so sehr. Habe ich jetzt, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesagt. Nein, wirklich ohne Scheiß, Leute. Es ist der absolute Wahnsinn. Dieses Event hier hat uns wirklich mal so sehr dafür, das wollte ich sagen, belohnt, dass wir das schon lange spielen und lange dran geblieben sind, weil es war wirklich
Du musst dir überlegen, es ist ein harter Struggle gewesen, hier überhaupt Sachen zu modden und so weiter. Ja. Und jetzt haben wir hier mal endlich die Belohnung bekommen dafür. Guck dir das hier an. Weißt du, was es für Belohnung gibt hier? Erkunde 752 plus Zonen. Guck dir das an, kriegst 18.000, 18.000 und 108.000 überlebenden EP. Das ist der Wahnsinn. Ja. Da brauchst du nur die Zonen erkunden. Du musst natürlich erstmal so weit sein, klar. Und was hier jetzt gar nicht mehr ist, was man hier jetzt nicht mehr sieht, sind die Missionen gewesen, wo du Safes und Truhen finden musstest in den jeweiligen Zonen. Das ging bis zu Level 52. Da hast du bis zu 1500 Gold bekommen. Dafür, dass du drei Safes gefunden hast. Oder sieben Truhen. Je nachdem. Wahnsinn. Ja, also da haben uns die Macher von Fortnite nochmal richtig hier sag ich mal, ausgegeben. Ja, kann man so sagen. Musst natürlich trotzdem ordentlich Zeit investieren und spielen, aber das war's wert und es ist wirklich tipptopp. Ich bin richtig happy. Ich werde jetzt hier ein bisschen meine Sachen noch modden und leveln und dann schauen wir mal. Also ich habe ja jetzt genug, glaube ich, für zum Beispiel. Nee, das war falsch. Warte mal, aber was habe ich denn gerade gekauft? Ach so, genau, Kontoressourcen, genau, legendäre Kraftquelle. So, das war es nämlich. So, und zwar habe ich jetzt genug, um damit eine Waffe oder einen Helden oder sonst irgendwas aus der Kategorie hier hinten oder hier unten. So, ne? Damit kann ich jetzt den Häufigkeitsgrad erhöhen. Ich habe 100. Jetzt kann ich aus diesem Belagerungsbrecher hier, beziehungsweise aus dem Gleichmacher, kann ich einen Belagerungsbrecher machen. So, ja. Und so weiter. Also mal schauen. Ich gucke mal, für was ich mich entscheide. Ich meine, klar, der Belagerungsbrecher ist die Wahl überhaupt. Aber mal gucken. Jetzt ist ja erstmal alles so, ja, alles smooth. Und was natürlich als erstes ansteht, ist das Aufleveln. Von dem kleinen Schätzchen hier, was jetzt noch weiter unten steht. Aber da ist es. Oh ja. Oh ja, Baby. Du wirst gelevelt, bis deine Mutter kommt, Alter. Ohne Scheiß. Oh, was freue ich mich, dieses Ding zu haben. Warum eigentlich? Warum? Weil es so ein Mythos ist. Weil es so ein Riesenmythos um dieses Scheißding gibt. Und endlich habe ich die Skizze dafür. Boah. Jetzt im Verlauf dieses Monats noch bitte den Pumpkin Launcher. Ja, ich meine, 6 Tage. Der Monat ist ja, es ist ja Halloween-Monat. Der Monat ist noch nicht rum. Ne? Ey, jetzt noch den Pumpkin Launcher hier. Dann weiß ich auch nicht. Dann raste ich aus. Ich raste jetzt schon aus vor Freude. Naja, Leute. Ich werde jetzt noch ein bisschen grinden, damit ich hier genug zusammenkriege, um das alles aufzuleveln. Und dann sehen wir uns demnächst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Ertragen. Ich hoffe, es wird ertragreich für euch morgen. Also macht's gut. Haut rein. Ciao, euer Robin, ne?